In diesem Video erfährst du, wie du bestenfalls die Dreheinschränkung in deiner Halswirbelsäule oder die HWS-Blockade, so nennen wir es in Fachkreisen, befreien kannst. So, ist ein bisschen komplizierter in der Ausführung. Notfalls schau dir das Video nachher nochmal an oder spul zurück. Du schaust erstmal in die eingeschränkte Richtung und ich drehe mich mal bewusst mit dem Rücken zu euch. Nehmen wir mal an, ihr habt die Dreheinschränkung nach links, dann dreht ihr den Kopf erstmal so weit, wie es für euch möglich ist und wie es vom Schmerz entsprechend auszuhalten ist. Manche haben auch gar keinen Schmerz, die spüren einfach nur eine Blockade. Die gehen ans Ende der momentan möglichen Bewegung. Und dann legt ihr bitte den linken Handballen an den rechten Unterkiefer an. So sieht's aus. Den linken Handballen an den rechten Unterkiefer. Ihr könnt dann auch das Kinn einfach umfassen mit der Hand und die Finger zeigen in die Richtung, in die ihr drehen wollt. So, die zweite Hand geht über den Kopf an die linke Schläfe. Lasst die Schultern möglichst unten, also nicht nach oben ziehen, sondern wirklich unten lassen. Dann den Kopf entspannen, maximal entspannen, den Kiefer dabei leicht geöffnet halten und dann dreht ihr den Kopf weiter nach links bis zur persönlichen Grenze. Meistens gibt es einen deutlichen Dehnreiz auf der rechten Seite. Wo ihr was spürt, ist völlig egal. Entscheidend ist, dass ihr so weit geht, wie es für euch gut spürbar, aber immer noch erträglich ist. Ja? Und dass ihr wirklich maximal locker lassen könnt. So, und dann stoppen wir die Zeit, wieder 2 Minuten. Und dann sucht ihr eure persönliche Grenze und wartet einfach ab. Den Oberkörper möglichst stabil und gerade halten und den Kopf und die Halswirbelsäule maximal entspannen. Und auch den Kiefer dabei so gut es geht entspannt halten. Und sollte sich irgendwo was lösen, dann einfach nachdrehen. Und meistens bemerkt man mit der Zeit, dass man ein anderes Blickfeld bekommt. Das heißt, es geht etwas weiter. Und je öfter ihr die Übung macht, umso schneller solltet ihr auch bemerken, dass ihr wieder ganz andere Dinge erblicken könnt. Und ihr könnt auch gerne die Augen noch mit reinnehmen. Auch die Augenmuskeln kommen häufig viel zu kurz. Wenn euch da zu schummrig wird, dann nehmt die Augen wieder ein bisschen zurück. Aber auch das lässt sich trainieren. Letzten Sekunden. Und dann ist gleich eins wichtig, wenn wir da wieder rausgehen, dann bitte in Zeitlupe. Das kann sehr, sehr unangenehm sein. Macht es ganz, ganz langsam. Und es ist auch erstmal normal, dass es so unangenehm ist, einfach weil man es viel zu selten macht. Leider ist es noch unangenehmer, wenn ich dann in die entgegengesetzte Richtung gehe. Das tun wir aber jetzt. Achtet da auf euch und versprochen, der Schmerz ist in der Regel sehr schnell wieder weg. Das heißt, wir drehen den Kopf nach rechts ein, wenn wir da die Einschränkung haben und greifen dann mit dem rechten Handballen an den linken Unterkiefer. Ihr könnt das Kinn wieder umfassen. Die Finger zeigen in die Richtung, in die ihr drehen wollt, also nach rechts. Und dann greift ihr mit der linken Hand an die rechte Schläfe, einfach übers Ohr, dann lasst das schön locker, die Halswirbelsäule, auch den Kiefer leicht geöffnet halten und dann dreht ihr den Kopf, soweit es geht, rechts ein und die Zeit läuft ab jetzt. Wieder 2 Minuten, Schultern bitte unten lassen, Oberkörper möglichst gerade, denn wir drehen nur die Halswirbelsäule ein.
und versucht gleichmäßig weiterzuatmen. Und es geht immer darum, einen deutlich erträglichen Dehnreiz zu spüren. Dennoch solltet ihr einen Dehnreiz spüren. Und ihr solltet auch innerhalb der 2 Minuten merken, dass es weitergeht. Und auch hier könnt ihr wieder darauf achten, ob sich das Blickfeld verändert. Das wäre auch wieder ein Zeichen dafür, dass der Muskel sich verlängert, ne, dass er mehr nachgibt. Und ihr nehmt im Grunde die Halswirbelsäule und den Kopf aus dieser Schraubzwinge. Weil wenn sowas hier nicht mehr passiert in eurem Leben, guchtet sich die Muskulatur so stark zu, dass sie wirklich die Wirbelkörper ineinander zieht. Mitsamt den Facettengelenken, der Bandscheiben, der Knorpelgewebe, alles was dazwischen liegt. Und plötzlich verändert sich komplett die Form der Wirbelsäule und keiner weiß warum. Ja, und verantwortlich waren immer nur diese verkürzt unter Spannung stehenden Muskeln. So, achtet nochmal drauf, ob sich was befreit, dann könnt ihr nochmal nachdrehen. Das Ziel ist schon, dass ihr innerhalb der 2 Minuten immer wieder ein bisschen verstärken könnt. Wenn das gar nicht geht und wenn es zu heftig ist, dann geht aber bitte auch ein Stück zurück. Also haltet es wirklich erträglich. Und dann gehen wir ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück. Es kann erstmal wieder sehr unangenehm sein, aber das ist Training. Je öfter ihr es macht, umso besser sollte es funktionieren. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr individuellere Betreuung braucht, dann empfehle ich euch dringend den Schmerzfinder. Alles verlinkt unter diesem Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao.